Zurück auf Art Skellige. Wir sind auf der Suche nach drei Herrschaften, die uns Näheres erzählen können zum Sonnenstein. Jetzt müssen wir hier erstmal kurz den Wegpunkt finden. Der ist wieder hier unten oder hier oben. Na, dann gehen wir wieder hoch. Vorsicht, zur Burg. Aber wenn du schon fragst. Ne, da haben wir ja erst alles aufgemischt. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Nee, wir gehen nur zu dem Wegpunkt, wollen die drei Jungs ja finden, um uns ein paar Informationen zu holen, wo denn genau die, der Sonnenstein begraben oder sein könnte. Und zwar haben wir einmal den Barden Eivind und dann haben wir noch zwei Perlentaucher. Ja, also müssen wir mal schauen. Fangen wir erstmal bei Eivind an. Und dann gucken wir mal. Oh, der Wind pfeift hier wieder rum. Unglaublich. So. Also. Markierung in Arinbjorn. Also, auf nach Arinbjorn. So, da sind wir auch schon angekommen. Und dann geht's hier nach unten. Beziehungsweise jetzt nach oben, auf den Berg. Auf den Berg? Was macht der denn hier oben? Ach, Gerald, Mensch, Kollege. So, da ist er schon. Jetzt nicht. Oh, da drüben ist der Turm. Suchst du nach Nilfgaards Flotte? Flotte? Ach ja, da war was. Nein, ich habe Wichtigeres zu tun. Nach meinen Berechnungen ist es heute soweit. Georg, der legendäre Weiße Wal, durchzieht die Gewässer der Skellige. Darauf warte ich schon mein ganzes Leben. Halten wir gemeinsam nach Georg Ausschau. Und du erzählst mir, was du über Elfenruinen auf Skellige weißt. Ich habe mal von einer Höhle gehört, die niemand betreten kann. Das ist doch gut so. Sonst wäre sie längst geplündert, wie all die anderen. Oh, guck mal. Eivind. Was? Ich wollte dir versichern, dass ich mich in der Höhle nur umsehen will. Recherche. Nachforschungen? Ich schreibe einen Abenteuerroman und sammle Material dafür. Du willst also die Ankunft der Weißen Flotte aufschreiben? Famose Idee. Wenn du vielleicht meine Übersetzung des Liedes von Gealpan und Dilian verwenden könntest. Gerne. Klar. Gerne. Also, wo ist diese Höhle? Du musst von Caer Trolde nach Osten segeln. Die Höhle ist in einer Bucht. Man kommt nur vom Meer aus ran. Bis dann und viel Glück mit dem Weißen Wal. Der zeigt sich heute. Ich weiß es. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Ah, geil. Okay. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal direkt erfahren, wo wir hin müssen. Bestimmt da, wo das Schiff hier einzeln oben ist. Dorten. Garantiert dorten. Vielleicht kommen wir da noch an diese Punkte ran. Also ist das ungefähr da, wo wir waren? Das ist interessant. So, also, auf nach Caer Trolde. Zu Jen. Na, na. In den Hafen. Let's go. Und dann schnappen wir uns ein Bötchen. Und schippern mal hin. Vielleicht kann ich diesmal selber schippern. Das wäre natürlich nicht schlecht. So, 100 Schritte nach dorten zum Schiff. Hände weg von unseren Mädchen sonst. Ach, ich will eure Mädchen gar nicht. Die sind mir zu maskulin. Nee, das nicht, aber trotzdem. Ich habe gehört, dass gestern statt der Fische die Nilfgaarder angebissen haben. Oh ja. Einen habe ich selber rausgezogen. Der hing an einer Planke. Ich würde es jetzt lieber überprüfen. Der Jungfrau, Mutter und... Hallo. Wohin des Weges? Ciri sagt, dass wir einen Ort auf Skellige untersuchen müssen. Avalach verheimlicht uns eindeutig was. Als wir zusammen auf den Inseln waren, hat Avalach ein Labor erwähnt.
Einmal wollte er hinteleportieren, um etwas zu holen. Und er hat sich geweigert, mich mitzunehmen. Das war alles sehr seltsam. Ausreichend verdächtig, meinst du nicht? Und was habt ihr vor? Einfach reinschleichen und rumstöbern? Genau. Kommst du mit? Gut. Wohin denn? Auf eine kleine Insel zwischen Undvik und Spikerok. Liegt nicht gerade auf dem Weg. Ich habe gerade herausgefunden, dass der Sonnenstein auf Art Skellig ist. In einer Höhle an der Küste, an die man nur vom Meer aus rankommt. Und zum Betreten der Höhle braucht man echte Magie. Geht und findet dieses Labor. Ich erkunde Art Skellig. Du kannst später zu mir stoßen. Dein Augenlicht wurde gerade erst wieder hergestellt und magisch simuliert. Sagtest du nicht, du bräuchtest eine Zeit der Eingewöhnung? Sagte ich das? Okay, brauchst du wahrscheinlich dann doch nicht. Ich hab vergessen, was für eine Schreckschraube sie sein kann. Komm, Siri. Wir warten dort auf dich. Okidoki. So. Zwischen Spikerok und Undvik. Ach, da ist ja direkt ein Reisepunkt dort. Okay, na dann. Wir brauchen jeden Schwertarm, den wir kriegen. Auf geht's. Kind vom älteren Blut. Na, mal schauen, was in dem Labor sich befindet. Und ob sich vielleicht doch noch rausstellt, dass der Avalach ein kleines hinterhältiges Drecksack, ein kleiner hinterhältiger Drecksack ist. So. Was haben wir denn hier vor der Küste? Sollen wir mal gucken. 90. Da bestimmt wieder ein Schmugglerlager, hä? Kriegsbeute. Okay. So, abtauchen. Ja, ein paar Trunkene. Easy. Ach, Spaten. Easy. Da ist noch einer. Kommt der auch noch? Genau auf uns zu. Kein Problem. Okay. Dann müssen wir den mal finden hier. Da unten ist die Kiste. Alles klar. Das war's schon. Na herrlich. So viel gibt's ja gar nicht. Erledigt. So, jetzt aber auf zur Höhle. Zum Labor. Gibt's sonst hier noch irgendwo was? Hier drüben gibt's noch was. Okay. So, mal schauen. Das gibt bestimmt nichts Gutes, wenn wir den einfach so sein Labor stürmen. Aber wie gesagt, wir wollen ja rausfinden, ob er es wirklich nett meint mit uns oder eher nicht. Der Eingang ist sehr gut geschützt. Ich glaube, wir finden da drinnen was Interessantes. Wie willst du die Barriere aufheben? Adlan Kerks Inklusion müsste es tun. Kennst du den Zauber noch? Ich weiß noch, wie du ihn mir beigebracht hast. Und wie ich dachte, was für eine eingebildete kalte Giftnudel du bist. Na, na. Wir wollen doch nicht sentimental werden. Na, Mädels. Da kommen gleich zwei und große Golems, irgendwelche aber... irgendwelche belastenden Briefe? Keller ja. Voller Leichen? Wir haben die Tür noch nicht geöffnet. Da ist eine hochkomplexe magische Barriere.
Versuchen wir es. Theater erliegen. So, wir packen mal vorsichtshalber unser... jetzt muss ich gerade mal gucken. Konstrukte. Ja, wir packen mal unser Konstruktöl auf. Man weiß ja immer nicht, was das so werden kann. Bestienöl, wo ist es denn? Konstruktöl, Mikrophagen, Dracoiden, ja. Wir haben die Wache geweckt. Ich kümmere mich darum. Jo, es war klar. Was jetzt, du Stück Dreck? Okay, aber der fällt diesmal ein bisschen schneller um. Weil wir natürlich aber auch ein bisschen mehr HP haben. So, da ist die Tür schon offen. Na wunderbar. Komm! Da sind wir. Sieht gar nicht aus wie ein Labor. Das beweist nichts. Wir müssen uns umsehen. Bisschen schäbig, findet ihr nicht? So in seinen Papieren zu wühlen? Das war doch deine Idee, meine Liebe. Ein Porträt von Ciri, glaube ich. Nein, das bin ich nicht. Wo ist die Narbe? Natürlich bist du das. Er hat dich gut getroffen. Bist du sicher, dass Avalach nur an deinen magischen Fähigkeiten interessiert ist? Sehr witzig. Okay. Ja. Na dann, suchen wir mal weiter. Schauen wir mal, was wir hier finden. Warte mal, hier haben wir doch irgendwo eine Markierung. Guck mal, was haben wir denn hier? Eine Haarbürste. Als hätte ich das Schlafzimmer von jemandem betreten. Was haben wir da vorne noch? Wusste gar nicht, dass er wild auf Süßes ist. So. Er hat sich aber hier schön gemütlich eingerichtet, muss man ja mal sagen. Yen! Oh, großer Stammbaum. Sehr großer Stammbaum. Stammbaum des Enhen Ichier, des älteren Blutes, von Lara Dorn. Bis zu mir. Du hast mir nie den ganzen Stammbaum gezeigt. Ich wusste nicht, dass Wiedemond von Edirn auch mein Vorfahr war. War das der, der seine Töchter mit einem blühenden Eisen bestraft hat? Oder hat er seinem Vater die Augen ausgestochen? Der mit den Töchtern. Nicht mal ich habe bisher die vollständige Version gesehen. Offenbar hat Avalach alle Pfade des Lara-Gens analysiert. Auch die, die wir für ausgestorben hielten. Sehen wir uns seine Notizen an. Götter. Er hat über 2 Jahrhunderte damit verbracht. Er war der Erste, der das Lara-Gen studiert hat. Falker? Einige Einträge über Ciri. Aber richtig interessant wird es erst später. Hier, er hat tatsächlich versucht, eine Genmischung wie die von Ciri zu züchten. Aber eine ohne den menschlichen Anteil. Was soll das heißen? Dass ich mich nach Riesengläsern mit meinen Geschwistern drin umsehen darf? Sei nicht albern. Avalach ist nie so weit gekommen. Offenbar sind all seine Experimente fehlgeschlagen. Du bist einzigartig. Na Gott sei Dank. Und müssen wir mit der wilden Jagd fertig werden. Suchen wir weiter. Mal sehen, ob wir nicht noch was Interessanteres finden. Ja, mal sehen. Hier hinten haben wir noch was. Was haben wir denn hier? Ein Spiegel. Elfen haben ein Händchen für Düfte. Normaler Spiegel. Ich hätte ein verstecktes Portal erwartet. Ja. Oh, wer sitzt denn da? Da ist ja wer. Na hallo? Wie seid ihr hier hineingekommen?
Wir wollen dir nichts tun. Mir ist ganz egal, warum ihr hier seid. Verschwindet. Wer bist du denn? Du. Ich erinnere mich an dich. Von Tirnalia. Bemerkenswert. Ich dachte, für euer Volk sehen alle Elfen gleich aus. Wenn ihr Avalach sucht, der ist nicht hier. Ich weiß. Und doch kommt ihr her? Wozu? Um ihn auszuspionieren? Er tut sein Bestes, um dich jedes Mal zu retten, wenn du was Dummes tust. Reicht das nicht? Was kannst du überhaupt davon wissen? Du würdest staunen. Er hat mir eine Menge über dich erzählt. Was denn zum Beispiel? Er sagte, du sähst Lara ähnlich. Was immer er gesehen hat, ich sehe es nicht. Als würde man versuchen, Wasser aus einer Schlammpfütze zu trinken. Aber ich kann mir denken, dass dieser Glaube ihm bei seiner Aufgabe hilft. Bei welcher Aufgabe? Meinst du, er rennt dir zum Spaß hinterher? Sogar mich macht dein Anblick krank. Unglaublich, wie deinesgleichen sich immer noch einbilden können, den Menschen überlegen zu sein, in irgendeiner Hinsicht. Sie ist kein Mensch. Sie ist ein degenerierter Mischling. Keine Wahl zu haben, so etwas benutzen zu müssen, wie erniedrigend. Noch ein Wort und... Was? Du änderst gar nichts. Sie muss tun, was sie tun muss. Dann ist Avalach sie endlich los. Miststück. Wenn er mich so hasst, warum hat er es mir nicht ins Gesicht gesagt? Ciri, du hast ihr doch wohl nicht geglaubt. Sie ist persönlich betroffen von der Sache. Das ist klar. Na und? Wenn sie mich so verachten, sollen sie mich doch in Ruhe lassen. Wo sie recht hat. Kleiner Familienausflug hier. Was? Hast du Angst, dass ich die Bude hier einebne wie Kaer Morhen? Schade, dass ich das nicht absichtlich machen kann. Mir ist nämlich danach. Beruhige dich. Die Elfin hatte recht. Oh, solltest du mich nicht aufmuntern? Du trägst Laras Gen. Daran kannst du nichts ändern. Du hast auch ihr Talent und ihre Kräfte geerbt. Diese Elfin würde ein Jahrhundert ihres Lebens dafür geben, so wie du zu sein. So hat sie aber nicht gewirkt. Du wurdest mit einer großen Gabe geboren. Und nur du kannst entscheiden, wie du sie einsetzt. Was ist das? Eine Kette. Lara Dorns. Sie ist schön. Aber... Sie ist dein. Gehen wir. Ich kann diesen Ort nicht mehr sehen. Was ist denn das für ein spezielles Teil hier hinten? Nix, ist einfach nur eine Euroballette. Eine Euroballette ins Gellige. Auch nicht schlecht. So, also. Raus hier. Mich wundert nur, dass nur ein Golem aktiv geworden ist und nicht beide. Ist wahrscheinlich dann auch vom Schwierigkeitsgrad her, wenn es dann höher geht. Müssen wir sofort zum Boot zurück? Willst du noch etwas anderes sehen? Hier nicht. Auf Findarsfjall, in Lofoten. Da habe ich einen jungen Mann getroffen, Skjall. Und ich würde gerne... Der ist tot. Was denn? Ciri, Skjall ist tot. Die wilde Jagd. Alle? Niemand hat überlebt? Skjall ist später gestorben. Bist du sicher, dass er es war? Hast du ihn gesehen? Ich war dort. Ich habe seine Leiche gesehen. Besuchst du sein Grab mit mir?
Ich will mich verabschieden. Ich gehe mit dir. Danke. Kannst du ein Portal nach Hindersfjall öffnen? Kann ich. Kann losgehen. Kommt bald wieder, ja? Ja. Bis dann. Ach Mensch, jetzt ist man noch so ein bisschen mit der Ciri unterwegs. Und mit der Yen macht einen kleinen Familienausflug in ein Labor, das man vielleicht lieber nicht hätte reingehen sollen. Sehen wir uns um. Es müsste ja ein frischer Grabhügel sein. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich kann Friedhöfe nicht leiden, schon gar nicht, wenn ich alleine bin. Tja. Na dann. Wir sehen uns gemeinsam um. Komm. Komm. Lasse, Sohn von Njord. Olaf, Sohn von Ova. Inge, Tochter von Trotnir. Verdammt, er ist nicht hier. Skjall hat kein Grab. Geralt, ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach. Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Ah, diese Bastarde! Was? Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen. Na, herrlich. Da ist er. Was macht ihr da? Was ihr schon längst hätte tun sollen. Skjall begraben. Ihr begrabt den Feigling, ihr missachtet den Erlass der Ältesten. Fort mit euch, schert euch weg, ihr schändet unsere Gesetze. Nicht so laut, sonst brauchen wir noch ein Grab. Wie kannst du ihn verteidigen? Der Feigling gehört in die Grube. Würde ich ja... Skjall hat euch verdammt nochmal das Leben gerettet. Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjall mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjall richten. Gut, dass wir hergekommen sind. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr mir das auf dem Herzen lag. Wenigstens spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Gehen wir. Zurück zum Boot. Mhm. So, und da haben wir dem guten Skjall noch was getan. Nämlich was Gutes und haben seinen Namen wieder reingewaschen. Oh Mann, 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 Mann.
So. Jetzt geht's darum, den Sonnenstein zu finden. Also machen wir uns auf zu Philippa. Haben in die Ruinen. Halt, haben Sie dir den Arsch schon mit Honig eingeschmiert? Halt auf die Klappe. Weißt du, okay, das Boot ist, glaube ich, besser da drüben. Hier muss ich noch rausmanövrieren. Hier kann ich das ganz einfach mir so schnappen. Okay, na dann, machen wir uns mal auf. Steuer übernehmen. Dann segeln wir hier mal durch. Segeln wir hier mal durch. Und ist es dort, wo das Boot lag? Genau da. Okidoki. Dann machen wir uns erstmal kurz hier hoch auf diese. Auf die Insel. Das würde mich jetzt mal interessieren, was da oben eigentlich ist. Ja, lenken müssen wir trotzdem noch. Pfeift aber ganz schön durch die Bucht. Weiß nicht, hier gibt es aber keine Schnellreise, ne? Ging hier nicht. Nee. Was haben wir denn schon wieder für Zeug alles im Inventar? Komische Schwerter. Große, böse, schwere Schwerter, aber die brauchen wir auch nicht. Machen wir jetzt unseren eigenen Wasserschatz. Hihi, wie geil. Cool. Oh, was haben wir hier? Sirenen. So, Mädels, ihr lasst mich jetzt mal ein bisschen in Ruhe, ne? Ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Ich hab da jetzt... Nagst du gerade an meinem Boot rum? Blöde Kuh. Was haben wir denn hier? Ein Schmugglerversteck. Da können wir gleich mal hier den Schwertwal einpacken. Zack. Sehen wir natürlich noch mehr hier unter Wasser. Ach kommt, Jungs. Echt. So. Hallo. Ich möchte jetzt gerne zu der Truhe. Und jetzt will ich noch zu der Truhe. Oh, da gab es eine Rüstung. Und jetzt noch zu der Truhe. Alles klar. Und zum Boot. Genau. Ein Ründchen meditieren auf hoher See. Es ist Wahnsinn. Wahnsinn, wie geil das aussieht hier. Es ist wirklich extrem cool. Wenn man so schaut, diese Felswände. Richtig geil. Richtig, richtig geil. So, da hinten ist die Höhle. Da sind wir dann gleich. Jetzt aber erstmal auf zum... Achso, auf zur Insel hier. Bin mal gespannt, was hier oben ist. Vielleicht gibt es da noch einen Fertigkeitspunkt. Möglicherweise. Wir werden es sehen.
Bastard! Arschloch! Hühneräugiger Schwanz! Du bist tot! Ich wollte ihr nicht wehtun! Hilfe! Rettet mich! Na, was ist denn hier los? Was willst du? Kümmer dich um deinen Kram, das rate ich dir. Hau ab! Komm schon! Verschwinde. Oh, so viel dazu. Okay, also ich hätte dich ja gerettet, wenn du nicht so auf ihn zugerannt wärst, du Pfosten. Aber naja, so ist es halt nun mal. So ist das halt nun mal, wenn man halt todesgeil ist und halt einfach auf den Kerl zurennt. Eine. Gott, das sieht aber scheiße aus. Da bin ich froh, dass ich überhaupt meine Rüstung habe. So, das war aber nicht alles. Hier oben gibt es ja noch mehr. Und zwar auf dem Berg. Und ist es ein Ort der Macht? Nein, es ist ein versteckter Schatz. Und zwar mit einem Erzgreif. Über 48. What the fuck? What the fuck? Du stirbst. Alter Schwede. Boah, den haben wir aber jetzt erstmal gut zugesetzt. 48? Wieso ist denn der Stufe 48? Ja, halt die Klappe. Sterb einfach jetzt. Verrecke. Alter Schwede. Erzgreifmutter gehen. Was zur Hölle? Was zur Hölle? So. Quest. Schatz suchen. Schatz eines Pechvogels. Stufe 48. Ey, sag mal, geht's noch? Da. Jetzt bin ich mal gespannt, was es hier gibt. Vor allem Stufe 48. Was zur Hölle? Ich glaube, der ist ein bisschen OP. Sehr OP gewesen. Der sollte vielleicht gar nicht so stark sein. Aber gut, der hat jetzt nicht viel gemacht. Eieieiei. Naja gut, wir haben es Gott sei Dank geklärt. Und können wieder zurück in unser Bötchen gehen. Und schippern jetzt runter und sehen uns dann in der nächsten Folge vor den elfischen Ruinen. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss.